Diese Sandwiches wurden im Gesamtsieger meines Tests zubereitet. Welcher Sandwichmaker der beste ist, erfährst du in diesem Video. Falls du dich bereits nach dem passenden Sandwichmaker umgeschaut hast, wirst du bestimmt festgestellt haben, dass die Auswahl recht groß ist und sich die Modelle auf den ersten Blick nur durch den Preis unterscheiden. Wie sich die Geräte in der Praxis schlagen, ist schwerer herauszufinden. Deshalb habe ich mir den neuen beliebtesten Sandwichmaker gekauft und diese für dich in 6 Kategorien in vielen Stunden ausgiebig getestet. Ehrlich gesagt war und bin ich immer noch überrascht, welche großen Unterschiede es zwischen den einzelnen Modellen gibt. Bevor ich dir zeige, welche Geräte ich wie getestet habe, sage ich dir erstmal, welcher Sandwichmaker der beste ist. Wenn ich mich persönlich für einen Sandwichmaker entscheiden müsste, würde ich den Krups FDK451 nehmen. Dieser funktioniert tadellos. Wenn du dir das Gerät genauer anschauen möchtest, klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Aus meiner Sicht ist dieser Sandwichmaker wirklich am besten. Der Krups hat eine solide Verarbeitung, eine leichte Handhabung und die Reinigung ist sehr einfach. Die Toasts werden goldbraun und die Ränder werden ordentlich verschlossen. Der einzige Haken beim Krups Sandwichmaker ist, dass dieser zu den teureren von den getesteten Geräten zählt. Natürlich nur, sofern dieser nicht im Angebot ist. Falls du etwas weniger Geld ausgeben möchtest, kann ich dir den Emerio Sandwich Toaster als Preis-Leistungssieger meines Tests empfehlen. Obwohl der Emerio recht günstig ist und man es ihm nicht direkt ansieht, bietet er ein super Backergebnis sowie großzügige und einfach zu reinigende Backplatten. Durch die muschelförmigen Backplatten passen auch üppiger belegte Sandwiches rein. Auch diesen Sandwichmaker habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. In der Übersicht siehst du, welche Sandwichmaker ich getestet habe und deren ungefähre Preise. Dies sind der Krups FDK451, WMF Lono, Emerio, Profi-Cook, Breville, Tefal Snack Collection, Klör, Tefal Ultra Kompakt und der Klartronic Sandwich Toaster. Jedes dieser Modelle habe ich in den folgenden Kategorien getestet: Optik und Produktdesign, Verarbeitungsqualität, Handhabung, Beschaffenheit der Backplatten, Toastergebnis und die Einfachheit der Reinigung. In diesem Video gehe ich nur auf die wesentlichen Unterschiede ein, da dieses sonst deutlich zu lang werden würde und ich nicht deine Zeit verschwenden möchte. Also gehe ich bei jeder Kategorie auf die Dinge ein, die aus meiner Sicht am wichtigsten sind. Den ausführlichen Bericht mit allen Details habe ich dir zum Nachlesen in der Videobeschreibung verlinkt. Fangen wir also mit der Optik und dem Produktdesign an. Hier gibt es zwischen den teureren und den günstigeren Geräten die offensichtlichsten Unterschiede. Dabei gefällt mir persönlich der WMF Lono durch die Edelstahloptik und das filigrane Aussehen von allen getesteten Geräten am besten. Ebenfalls einen hochwertigen Eindruck macht auf mich der Krups FDK und der Breville Sandwichmaker. Etwas optisch weniger ansprechend finde ich den Emerio, den Profi-Cook, den Tefal Snack Collection und den Klör Sandwichmaker. Diese sehen optisch eher funktional aus. Interessant fand ich an dieser Stelle, dass der Emerio und der Profi-Cook bis auf die Form der Backplatten und die Anti-Rutschfüße augenscheinlich baugleich sind. Sogar die Abmaße der Verpackung und die technischen Spezifikationen sind gleich. Das war mir beim Bestellen der Geräte offen gesagt nicht so klar. Bis auf die direkten Unterscheidungsmerkmale habe ich die Geräte für meinen Test daher gleich bewertet, wobei der Emerio Sandwich Maker in meinen Augen aufgrund der Backplatten in Muschelform und der kürzeren Backzeit einen Hauch besser ist. Optisch am schlechtesten finde ich den Tefal Ultra Kompakt und den Klartronic Sandwich Maker gelungen, da diese optisch veraltet wirken. Darüber hinaus sticht beim Aufmachen der Geräte jeweils ein metallummanteltes Kabel hervor, welches die untere mit der oberen Backplatte verbindet. Der optische Eindruck setzt sich größtenteils in der Verarbeitungsqualität fort. Diese habe ich anhand der Beschaffenheit des Gehäuses, der Backplatten, der Scharniere, der Materialauswahl und an meinem Eindruck von der Langlebigkeit des Griffes und des Verschlusses festgemacht. Insgesamt am besten verarbeitet sind aus meiner Sicht der Krups FDK451, der WMF Lono und der Breville Sandwichmaker. Bei allen drei Geräten gibt es beim Gehäuse und bei der Materialauswahl nichts auszusetzen. Auch gibt es keine scharfen Kanten und die Backplatten machen einen sehr hochwertigen Eindruck. Insgesamt wackelt nichts und die Scharniere sind solide. Abzüge habe ich dem Emerio und dem Profi-Cook gegeben. Während die Backplatten und die Scharniere einen sehr guten Eindruck machen, wirken die sonstigen verbauten Materialien weniger hochwertig. Im Tefal Snack Collection lassen sich als 3-in-1 Sandwichmaker neben Sandwiches auch Waffeln backen oder Fleisch grillen. Um herauszufinden, welcher der beste Sandwichmaker ist, habe ich mich jedoch auf die Verwendung mit Sandwichplatten beschränkt. Der Snack Collection ist insgesamt solide verarbeitet, wobei aus meiner Sicht bei dem Preis die Materialauswahl hochwertiger sein könnte. Der Deckel ist im direkten Vergleich zu den anderen Modellen etwas klapprig gelagert. Natürlich muss dieser zum Beispiel für die Zubereitung von Fleisch in der Höhe flexibel sein. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es bei Sandwichmaker mit herausnehmbaren Platten ein generelles Problem ist, dass überlaufener Käse oder Soßen an den Backplatten vorbei ins Geräteinnere laufen kann.
Dies macht die Reinigung trotz herausnehmbarer Platten schwerer, da man auch das Innere des Gerätes sauber machen muss. Dies war bei meinem Test auch beim Tefal Snack Collection der Fall, worauf ich aber gleich noch beim Thema Reinigung eingehe. Beim Klöhr sind besonders die rechtkantigen Backplatten gut verarbeitet. Abgesehen von den Platten ist das Gerät insgesamt sehr leicht und das Gehäuse wirkt plastikmäßig. Der Deckel und die Scharniere haben von der Konstruktion her etwas Spiel, damit auch dickere Toasts in den Savage Maker hineinpassen. Von der Konstruktion her ist das okay, fühlt sich aber insgesamt sehr wackelig an. Am schlechtesten verarbeitet finde ich den Klatronic Savage Toaster. Das Gehäuse, die Scharniere und die Backplatten wirken insgesamt billig. Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen, war die Zubereitung der Savages im Klatronic Savage Toaster ein Desaster. Geschmolzener Käse ist in das Gehäuse des Gerätes hineingeflossen. Darüber hinaus sind die Backplatten für amerikanisches Toastbrot deutlich zu klein bemessen, sodass meine Sandwiches nicht nur gequetscht wurden, sondern sämtlicher Belag an den Rändern des Geräts entlang gelaufen ist und sich auf den Küchentisch verteilt hat. Im Ergebnis war das Gerät komplett verschmutzt und aufgrund der Konstruktion nicht mehr zu reinigen. Von einem Kauf dieses Modells kann ich nur abraten. Zu der Verarbeitungsqualität gehört natürlich auch, wie langlebig der Griff und der Verschluss ist. Meiner Erfahrung nach ist der Verschlussmechanismus neben den Backplatten und der rückstandslosen Reinigung besonders entscheidend für die Langlebigkeit von Sandwichmakern. Im Laufe eines Sandwichmaker-Lebens werden der Griff und der Verschluss nämlich stark beansprucht und können sogar brechen. Wenn man sich beispielsweise beim Zumachen stark auf das Gerät lehnt oder am Verschluss mit größerer Kraft hebelt. Natürlich sollte man die Geräte immer mit einer gewissen Vorsicht bedienen. Obwohl ich nicht die mechanischen Möglichkeiten eines Langzeittests habe, hatte ich bei keinem der getesteten Modelle das Gefühl, dass der Verschlussmechanismus unkaputtbar ist. Beim Griff und dem Verschluss haben der Krups FDK 451, der WMF Lono, der Breville, der Tefal Snack Collection und der Klöhr Sandwich Maker den besten Eindruck gemacht. Bei den anderen Geräten wirkt der Griff zwar stabil, jedoch sind die Verschlussklemmen jeweils dünner gearbeitet und damit anfälliger zum Ab- oder Durchbrechen. Für einen ordentlichen Test sollten die zubereiteten Sandwiches natürlich vergleichbar und repräsentabel sein. Daher habe ich mich mit dem Käse-Schinken-Sandwich für eine der wahrscheinlich beliebtesten Rezeptvarianten für den Sandwichmaker entschieden. Für meinen Test habe ich pro Gerät 4 Käse-Schinken-Sandwiches in 2 Backvorgängen jeweils so lange getoastet, bis diese vergleichbar braun und kross waren. Sandwichmaker sollen einfach und sicher zu betätigen sein. Deshalb habe ich mir für jedes Sandwich-Toaster-Modell beim Toasten angeschaut, wie einfach das Verschließen und Öffnen des Deckels geht, wie leicht der Verschluss zu bedienen ist, ob der Griff kalt bleibt und gut anzufassen ist, ob das Gerät beim Hantieren kippelt und wie standsicher dieses ist und wie groß und schwer der jeweilige Sandwichmaker ist und wie sich das auf die Handhabung auswirkt. Wie du rechts sehen kannst, ist die Handhabung beim Krups am besten. Das Schließen und Öffnen des Deckels klappt einwandfrei und der Griff lässt sich während des Toastvorgangs gut anfassen. Auch ist das Gerät rutschfest und es ist von der Größe her leicht zu handeln. Lediglich neigt der Krups, wie auch alle anderen Sandwichmaker, im offenen Zustand etwas zum Kippeln. Aus meiner Sicht könnte die Standsicherheit insgesamt bei allen Geräten noch besser sein. Aufgrund des meist geringen Gewichts gepaart mit spärlich gehaltenen Anti-Rutschfüßen neigt die Mehrzahl der Geräte gerade bei geöffneten Deckel zum Kippeln. Insgesamt empfehle ich dir, die Geräte vorsichtig zu bedienen, vor allem wenn diese heiß sind. Für die Bewertung der Backplatten habe ich mir genauer angeschaut, wie groß die Backplatten sind, die Tiefe der Backplatten und wie gut üppiger belegte Sandwiches getoastet werden können und wie gut die Anti-Haftbeschichtung ist bzw. ob die Toasts etwa an der Beschichtung kleben bleiben. Dabei erzielen der Krups FDK 451, der WMF Lono, der Imerio und der Profi-Cook die besten Ergebnisse. Die Test-Sandwiches mit den großen amerikanischen Toastscheiben passen bequem in die Backpfannen. Dementsprechend quillt beim Backvorgang auch nichts über, nichts ragt heraus und die Toasts werden nicht gequetscht. Etwas anders sieht es hingegen beim Breville, Tefal Snack Collection, Klöhr und den Tefal Ultra Kompakt Sandwich Maker aus. Hier sind die Backplatten für große Toastscheiben insgesamt etwas zu eng bemessen, sodass im Zuge der Zubereitung Käse auf die Ränder der Backplatten ausläuft. Bei den meisten getesteten Sandwich Maker Modellen wirkt die Anti-Haftbeschichtung solide. Auch beim Toastergebnis gibt es sichtbare Unterschiede. Am besten schneiden beim Toastergebnis der Krups FDK 451, der WMF Lono und der Tefal Snack Collection ab. Alle der drei Geräte verschließen die Sandwiches sehr gut und bieten eine sehr gute Bräunung. Dabei verrutschen die Toastscheiben nicht und das Gesamterscheinungsbild ist optisch sehr lecker und ansprechend. Beim Imerio, Profi-Cook und beim Breville bleiben die Sandwiches beim Verschließen des Deckels nicht genau aufeinander. Dadurch ist der Verschluss der Toast etwas weniger schön. Die Bräunung und die Knusprigkeit ist hingegen tadellos. Beim Klöhr reißen, wie bereits erwähnt, die Ränder der großen Toastscheiben aus.
Dadurch wirkt das Toastergebnis zerfleddert, obwohl die Bräunung tadellos ist. Wie einfach ein Sandwich Maker zu reinigen ist, ist für viele wahrscheinlich eines der wichtigsten Bewertungskriterien. Denn nach Gebrauch sollte der Sandwich Maker wieder schön sauber sein, sodass dieser mit einem guten Gefühl verstaut werden und beim nächsten Mal wieder frisch eingesetzt werden kann. Wie du sehen kannst, sind der Krups FDK 451, der WMF Lono, der Emerio und der Profi-Cook Sandwich Maker am besten zu reinigen. Diese weisen nach der Zubereitung des Sandwiches die geringsten Rückstände auf. Ich habe natürlich alle Geräte wieder sauber gemacht und finde, dass die Arbeit und die Möglichkeit der vollständigen Reinigung durch die Bilder gut getroffen wird. Beim Breville und dem Tefal Snack Collection war die Reinigung insgesamt aufwendiger. Während beim Breville lediglich ordentlich Käse übergelaufen ist, ist beim Tefal Snack Collection Käse in das Innere des Geräts gelangt. So musste ich vor allem beim Tefal die Kanten und das Geräteinnere vorsichtig mit einem Holzzahnstocher säubern, bis keine Rückstände mehr vorhanden waren. Beim Tefal Ultra Kompakt war die Reinigung aufgrund der Rückstände und der Beschaffenheit noch aufwendiger als bei den anderen Sandwichmakern. Ich hoffe, dass ich dir einen möglichst transparenten Überblick zur Frage, welcher der beste Sandwichmaker ist, geben konnte. Insgesamt ist aus meiner Sicht der Krups FDK 451 der beste Sandwichmaker. Willst du weniger Geld ausgeben, empfehle ich dir den Emerio Sandwich Toaster als Preis-Leistungssieger. Beide Sandwichmaker habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal. Hier poste ich regelmäßig neue Videos zum Thema Sandwich Maker. Danke fürs Zusehen und bis bald!